So, also, salut zusammen zum nächsten Teil von meiner kleinen Videoserie. Und zwar, hätte ich gesagt, nehme ich jetzt die Airbox raus. So eine Hypermontart lässt sich eigentlich relativ gut dran schrauben. Die Kohlstrappe hier. Also, ich habe jetzt die Schrauben hier gelöst, die sind mit Loctite angemacht. Dann die Stecker rausziehen. Das hier ist Spannungsregler. Dort das Zündschloss. Da ist auch noch so ein Kabel, das den queren Weg durchgeht. Da muss man halt ein bisschen rausfrickeln. Ja, also, so sieht das Ganze aus. Hier, da auf die Schrauben wird das Steuergerät angeschraubt. Der Deckel hier ist meine Ansaugung. Hier vorne geht's an. Oder da ein grosses Loch. Hier, wie man sieht. Und gerade darunter ist auch der Luftfilter. Das heisst, die Luft geht hier schöne Filter rein, wird gefiltert. Und die gefilterte Luft sammelt sich nach einer grossen Airbox an. Jetzt löse ich die Schräuble hier. Dann geht hier oben die Luft rein, hier von vorne kommt sie, dann geht sie hier rein, geht hier durch den Filter, wird gefiltert und die gereinigte, gefilterte Luft landet dann in der Airbox drunter. Und jetzt geht es darum, sehe ich auch, da hat sich schon einiges angesammelt. Der Luftfilter muss jetzt hier weg, der muss jetzt ausgeblasen werden. So sieht es in der Airbox unten aus. Hier der Stellmotor, Spritleitung, da die vordere Drosselklappe mit dem Venturi und hier unten drunter ist noch die hintere Drosselklappe, wo oben drauf der Venturi ist und so sieht es dann Triache aus. Ja, hast das System aufgebaut. Schön grosse Airbox, sich die Luft schön ansammeln kann. Jetzt sehe ich beim Wegnehmen vom ganz feinen Staub hat es schon drin. Also so ein bisschen rausputzen muss ich es gleich. Ich meine, es ist auch nur ein dünner Filter. Original ist da ein dickerer Papierfilter verbaut. Auch in dieser Form. Aber filtert halt das feine Zeug etwas besser vor. Dort sieht man zum Beispiel, da klebt auch noch etwas dran. Ja. Das tun jetzt super putzen. Airbox, also Ansaugung auch. Und dann kann ich das eigentlich auch schon wieder zusammenbauen. Und eigentlich, ja, Tank, da tun ich den nachher wieder drauf. Aber ich glaube, zuerst tun ich den noch hier den Tankdeckel polieren. Kann ich den Tank auch so als Ganzes mitnehmen zum Polieren. Etwas habe ich schon poliert. Das Teil hier habe ich schon poliert. Es ist schon mal relativ gut gekommen. Klar, ich meine, bis ins letzte Detail habe ich jetzt nicht poliert, einfach die gröbsten Dings fortpoliert, weil sonst habe ich da irgendwann auf das Mal keine Klarlack mehr drauf. Und das kann ich nicht in das Risiko. Es wird clean. Kieselsteine und Zeug und Geschichten sind keine vorhanden, das ist also gut. Jetzt nehme ich hier die Schrauben hier fort. Jetzt ist das aber so, dass ich da noch mit einem Zusammenschlüssel muss ich entgegenhauen. Also das Mütterli hier, da muss ich gerade entgegenhauen, dann kann ich das hier so lösen. Lange Schrauben. Dann noch der Deckel hier. Und dann ist der Filter noch. Der ist einfach so drin. Oh, das sieht gut aus. Und hier innen im Filter
muss ich schauen, dass ich da nicht. Hier innen haben sich etliche Steine angesammelt. Oh, weiter geht's. Also, neue Kameraperspektive. Video noch ein bisschen mehr Input zu geben oder Content oder wie man das mal immer sagt. Nehme ich doch mal eins hier mal das Hinterrad fort, dass ihr das so gesehen habt, wie das Thema mit der Einarmschwinge ist. Nicht nur, dass es extrem geil aussieht, dass man auf der rechten Seite die schöne Felge sieht, die übrigens extrem leicht ist, durch das es eine geschmiedete Felge ist und nicht eine Gussfelge, ist sie deutlich leichter als so Standard-Gussfelgen. Was noch leichter kann sein als so geschmiedete Felgen, sind natürlich Carbon-Felgen, aber die sind selten auf Straßen zulässig. Du siehst hier schön das Kettenrad, die Bremse ist schön zentral oder schön in der Mitte vom Rad und mit einer Mutter befestigt ist mein Rad sozusagen. Jetzt nehme ich hier die Sicherung hier raus. Da ist so ein Schnapphaken. Dann kann man das einfach so rausnehmen. Jetzt habe ich gesehen, so ist sie eingebaut gewesen. Das heisst, die kommt ja auch wieder so rein. Jetzt ist natürlich wichtig, muss ich zuerst schauen, das ist für die andere Seite her. Da habe ich hier so. Einfach mal eins Ständer wegnehmen. Gut. Oh oh. So, ich probiere das Neues. Also. Das muss auf den Boden gestellt werden. Dann nehme ich hier einen Hammer hinten dran her. Ich gehe mit dem Spezialwerkzeug hier drauf, nehme meinen Drehmomentschlüssel zur Hand, mit einem Fuß bediene ich noch die Bremse bedienen und dann lasse ich. Ah, gut stehen. Okay. Wir haben hier ein Spezialwerkzeug zusammengebastelt. Ich habe hier meine Drahtbürste eingeklemmt und dann habe ich hier eine Rohrverlängerung. Jetzt konnte ich das lösen. So. Okay. So, jetzt habe ich Zeit gebraucht. So, jetzt kann ich wieder wegnehmen. Gut, also. Jetzt. Ja, die Mutter ist definitiv hart angezogen worden. Jetzt, als die Mutter angelöst ist, kann ich wieder den Töpf auf den Ständer stellen. Ganz einfach so. Zack. Wieder gerade lenken. Voilà. Und jetzt kann ich nichts anderes als die Mutter wegnehmen. Jetzt haben wir eigentlich die Mutter fort. Der Konus an. Und jetzt kann ich nichts anderes machen als diese. Et voilà. Hinterrad in den Finger. Alles andere bleibt dran. Da muss man nicht dran rumfiguräteln. Man muss die Bremszange nicht lösen. Man muss das Kettenrad und die Kette auch nicht lösen. Oder irgendwie so etwas. Sondern hier habe ich einfach meine Achse, die zugleich die Nabe ist. Wo einfach die Felge bzw. das Rad draufgeschraubt wird mit einem Zentralverschluss. Hier sind die Noppen, die hier drauf greifen, damit natürlich auch das Drehmoment vom Motor und die Bremsleistung von der Bremse kann übertragen werden auf mein Hinterrad. Das ist echt die ganze Geschichte. Hier sieht man wunderschön meine Felgenbeschriftung. Das wiegt einfach nicht. Das ist so geil. Man hat so einen sauren Rad in den Fingern und man hat das Gefühl, ja, wieso nicht? Also, ich würde es nicht verwundern, wenn die Batterie, die hier drin ist, die bleischwer ist, der Klotz habe ich auch schon in den Fingern gehabt, der ist bleischwer, das ist sicher, der gibt sicher die 8 Kilo oder so, habe ich das Gefühl, ist die Felge mit Pneu drauf nicht viel leichter oder schwerer. Ja, das ist wirklich, das ist genial, wie leicht dass das Zeug ist. So. Das war eigentlich die ganze Geschichte gewesen. Jetzt warte ich nur noch drauf auf den Pneu.
weiß noch nicht, wann er kommen will. Hoffe nächste Woche. Das lasse ich jetzt so. Da sieht das Ganze aus, aus Nähem. Wunderschöne Nabe. Ich glaube, aus Stahl. Man kann es auch aus Titan haben, kostet ja nichts. Ich glaube, nur 1500 Steine oder so kostet das aus Titan. Ja, wenn man nicht weiss, woher mit dem Geld. Auch das Kettenrad hier, das was jetzt hier aus Aluminium ist, das kann man auch aus Titan haben. Ja, zahlst du glaube ich über 800 Euro. So eine Mutter wie die andere Seite kann man aus Aluminium oder auch aus Titan haben. Aus Aluminium kostet sie so bei 40 Euro. Aus Titan sind sie glaube ich 80 oder 100 Euro pro Seite. Also, ja, ich sehe es noch nicht ein. Das ist jetzt eine Stahlmutter. Die erfüllt natürlich ihren Zweck. Aluminium wird es auch in verschiedenen Farben geben. Wobei, beim Aluminium bin ich mir halt nicht ganz schlüssig, ob das dann das Anzugsdrehmoment mal vertragen muss. Aber, ja. Da, das sind Details. Für mich ist es so okay. Aber eben, das ist auch gäbig so ein Ständer, wo man so schön kann in Dachs reinstecken kann, dass man dann freien Zugang zum Hinterrad hat. Also ich finde das übelst sexy. Vor allem eben, wie gesagt, einfach eine Mutter lösen, Rad in den Finger, Rad drauf, eine Mutter anziehen und schon wieder startklar. Das ist wirklich ein Schnellwechselsystem sozusagen. Beim Kettenrad ist es übrigens jetzt auch ein Schnellwechselsystem. Ich muss nicht mehr den ganzen Gugus wegnehmen, wenn ich das Kettenrad wechseln will, sondern ich löse einfach nur die Schrauben hier aussen, die mit den roten Mütterli dran. Dann kann ich das Kettenrad einfach fortnehmen, anderes Kettenrad drauf tun, zum Beispiel für die Übersetzung zu ändern oder für, wenn es verschlossen ist, einen neuen Kettenkranz drauf zu tun. Wie man sieht, ist das von AM Factory. Da gibt es natürlich in verschiedenen Grössen, in verschiedenen Zähnenzahlen alles Mögliche. Der ist aus Stahl, das alles hier ist Aluminium, also ich spare sogar noch einiges an Gewicht mit dem Kettenrad hier, kann man auch in verschiedenen Farben haben. Ich habe mich jetzt für Rot und Schwarz entschieden. Ich finde, das sieht nice aus. So ein kleiner Kontrast. Passt auch so ein bisschen zum Rest vom ganzen Bike. Ja, so. Jetzt warte ich noch auf den Pneu. Wenn er da ist, dann würde ich sagen, geht es weiter im Text. Kann ich noch schnell den Pneuwechsel zeigen. Ja, ganz wenig wollte ich das jetzt gleich noch zeigen. Hier beim Tankdeckel. Da bin ich jetzt am Polieren. Ich habe hier so ein Werkzeug. Mit verschiedenen starker Politur. PX 100 ist jetzt die ruhigste. PX 200 hat schon ein bisschen Glanzeffekt. Dann habe ich hier noch Wachspolitur für den Finish. Und dann hier habe ich nur noch Wachs. Ja, ich habe jetzt mal alle Krabbeln rauspoliert. Zuerst mit dem 100 natürlich. Und jetzt mit dem 200. Warte. Wie sieht das aus? Es wird, hä? Wie ihr seht, neue Badlegs S22 18055 ZR1, ZR17 ist gekommen. Bei Ducati habe ich jetzt auf einmal die komplette Tankverschalung poliert. Die Seitenteile kommen auch noch dran. Haben auch ganz feine Kratzer mittlerweile bekommen. Es kommt halt auch immer darauf an, weißt, wenn man mit Lumpen reinigen und so. Es erduldet einfach gar nichts. Auch das Heck hier, die hat auch ganz feine Kratzer drin. Vielleicht sieht man es sogar. Nein, man sieht es nicht. Egal. Auf jeden Fall, so 95%, sage ich jetzt mal, alles wegpoliert und das sieht jetzt wieder aus wie neu. Ja, also glänzt, abartig und wenn man da ein bisschen näher hergeht, ja, es ist halt schon, boah, oder Tankdeckel, also, ja, mal, wie ihr seht, vorne nachher, die Lichtmaskenabdeckung, also die Lichtmaske und der Schnabel ist fort. Den Schnabel habe ich eingepackt, den tue ich morgen
über Mittag auch noch polieren. Dann hat ich gesagt, sehen wir uns beim Reifenwechsel wieder. Ich bin jetzt hier einfach nach und nach dran. Mehr kann ich jetzt auch nicht, also immer Step by Step. Jetzt hat ich gesagt, kann ich noch das Heck fortnehmen, weil das muss ja auch noch poliert werden. Seitenverschallung fortnehmen. Aber eins nach dem anderen. Also gut, Vorführeffekt misslungen. Ich habe gedacht, ich kann da heute schnell den Reifen wechseln, aber bis ich das nötige Werkzeug habe, dass ich den hier einspannen kann, weil der Giggle hier würde eigentlich das Verdrehen verhindern, aber da das ja nicht eine Autofelge ist, geht das nicht. Bis der hure Kutter hier den Pneu abdrücken konnte, hat es einfach gebraucht. Das ist immer das Gleiche. Wenn ich etwas zeigen will, das auf Anhieb soll funktionieren, geht es mit Sicherheit nicht. Jetzt konnte ich den Pneu wechseln. Es wäre jetzt gegangen. Zum Glück gibt es Gäbigeres. So, schnell die Seite hier anschauen. Sieht gut aus. Die Reifenmontierpaste tue ich jetzt noch vor dem Putzen und dann geht es hinter die nächste Aufgabe. Oh. Halb Stunde später. Jetzt konnte ich noch ein bisschen Nerventherapie machen. Nachdem das mit dem Reifenwechsel mich so versäckelt hat. Ja, ich habe hier die Front, also der Schnabel, poliert. Glänzt jetzt wieder wunderschön. Das ist doch super. Jetzt mache ich noch ein bisschen Mittag. Ja, und jetzt fehlen nicht mehr so viele Teile, die poliert müssen werden. Aber das ist doch gut. Oh, zurück vor Arbeit wieder daheim. Hier der frisch aufgezogene Hinterrad. Etwas nimmt mich wunder. Und zwar, wie viel Profil haben wir eigentlich neu? In der Mitte sind es 6 mm, halb auf der Flanke sind es noch knapp 5, ganz aussen in der Flanke sind es noch 4, also knappe 4 mm. He? Moment, jetzt muss ich schnell schauen. So. Ja, 3,5. In der Hälfte. Also in der Mitte der Flanke sind es 4,5 und komplett in der Mitte haben wir 6 mm. Und ja, hier sieht man jetzt den Übergang von der Compound-Mischung nicht, aber hier schon. Hier sieht man eine Linie hier und er ganz klar da. Das heisst, wir haben hier 3 Mischungsgrade. Hier ist die Trennung. Der Bereich ist soft, das ist medium und das ist hart mit Silizamischung drin, dass es auch auf Regen und auf Kälte funktioniert. Heisst mit anderen Worten, sportliches Fahren bei kalten und feuchten Bedingungen Fehlanzeigen, aber man hat einen gewissen Sicherheitsbereich, der im Kalten und auf Nässe einigermaßen funktionieren kann. Allerdings ohne Schräglage und wie der Pneu so abgefahren ist, oder? Man sieht, hier ist ein bisschen flach in der Mitte und dann gibt es hier gerade so einen Knick und dann geht es einfach gerade über. Wenn man es vergleicht hier mit dieser schönen Rundung, oder? Ist der wirklich tack, tack, tack. Hat jetzt einfach 3 Positionen gegeben, geradeaus oder voller Schräglage. Ja. Also, ich hätte gesagt, ich tue doch jetzt das Hinterrad montieren.
das soll ich hier tun? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Nimm das. Du siehst drauf. Hier dran. Schnell schauen, was da mit diesen Pelzen ist. So. Das war es auch schon gesehen. Radiomotor. Das ist eigentlich recht banal. Nimmt der Rad schon dran, jetzt muss ich es nur noch anziehen. Aber für das muss ich jetzt drei Momente wissen, natürlich. Ich bin mir sicher, 176, 178 Newton hatte ich. Das tue ich einfach mal anziehen. Und dann schaue ich auf den Nattel, weil ich habe das gespeichert habe. Das mache ich jetzt. Aber für das muss natürlich der TÜV auf das Rad. Weil sonst kann ich nicht entgegenlaufen. Also hier muss ich es frei machen. So. Also. Was nehme ich da zum Entgegenhaben? Jetzt habe ich 140, 160, 170. Moment. 150, 160, 170. Ich stelle jetzt da banal mal auf 180 ein. Ich tue das mal an. Eine Verlängerung wäre noch gut. Hier wunderbar den Bremse drücken, das Rad anziehen. Voilà! Das war es schon gewesen. So, Hinterrad montiert. Ihr seht, fehlt hier noch einiges. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden mit allen Polierarbeiten. Ich habe hier noch das hier da extrem verkratzt. Ja, man sieht sogar auf dem Weissen, wie es spiegelt, das Licht. Hure viel Hologramm drinnen. Das weniger, aber auch ein bisschen. Das hier da kann ich nicht polieren, weil das ist matt. Das bleibt so. Allerdings hat das auch nicht so das Problem, dass es so extrem stark verkratzt, wie so Glanzlackierung. Das sind die zwei Sachen, plus noch die Seitenteile hier beim Kühler. Aber die brauchen am wenigsten Aufwand, weil das sind die neuesten Teile am TÜV. Ja, ich würde sagen, ich beende das hier in diesem Teil mit diesem Video. Hätte ich gesagt. Und zwar, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr habt gesehen Airbox, ihr habt gesehen Verschallungsteile hier plus montieren. Ihr habt gesehen, Hinterradreifen wechseln, Hinterrad wegnehmen und her tun, wie das so funktioniert mit einem Einarmschwingen. Relativ simpel. Kann ich mich echt nicht beklagen. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr sozusagen im nächsten Videoteil wieder. Da bin ich noch am Überlegen, was ich soll zeigen. Ich denke, Ölwechsel ist ein Thema, das noch angenommen werden muss. Und Fußrastenanlage demontieren und montieren, weil die wird dann noch pulveriert. Da habe ich jetzt Termin abgemacht, das kommt demnächst auch noch dran. Aber alles zu seiner Zeit. Zuerst wollte ich natürlich meine Polierarbeiten abschließen, alles wieder komplettieren. Und dann erst in das nächste gehen, weil sonst habe ich irgendwann ein verdammtes Chaos. So, und bis dahin wünsche ich euch viel Vergnügen bei dem, was ihr macht. Immer schön geschmeidig bleiben. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich habe jetzt Wochenende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace.